Ja, herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play Gameplay. Und zwar nach langer Zeit mal wieder 7 Days to Die, inzwischen Alpha 9, so wie ihr schon in den anderen Videos erfahren habt. Nur, dass ich jetzt alleine spiele. Ich spiele alleine, weil, ich weiß nicht, ich hab immer mehr Gefallen an dem Spiel bekommen. Man kann schon fast sagen, dass ich süchtig bin. Mir hat die Sucht ergriffen. Und ja, hat sich so viel getan in dem Spiel. Und das würde ich euch einfach gerne mal zeigen. Wie wir hier anfangen und wie das hier einfach alles weitergeht. Ich bin selber noch gar nicht so weit gekommen in dem Spiel. Das zweite war halt eigentlich mit den Big Woods zusammen. Mit der Mine in den letzten Videos. In 7 Days to Die. Aber ich möchte jetzt hier eigentlich gar nicht so weit weiter rumquatschen. Fangen wir einfach direkt an. Müssen wir jetzt erstmal eine Stone Axe machen. Stone Axe machen wir ganz einfach eigentlich. Wir nehmen uns hier so ein bisschen Gras. Ich weiß gar nicht, ob das die Dinger sind hier. Ich bräuchte nämlich noch Sticks. Sticks bekommen wir, glaube ich, aus den großen Dingern hier. Oh, nein, nicht die. Sind es die? Nein, die auch nicht. Wir brauchen hier die Stones, die hier auf dem Boden liegen. Sind es die hier wahrscheinlich? Die großen. Auch nicht. Jetzt brauchen wir einen Stick. Na, super. Da sind es doch hier diese Sträucher, glaube ich. Nee, da haben wir doch einen. Die Dinger hier. Genau, da haben wir den Stick. Zwei sogar. Wie machen wir eine Stone Axe? Ah ne, wir müssen aus dem Gras das hier so ein Plant Fiber machen. Oh, da hinten sehen wir hier die Schweine richtig im Schwimmen da. Gut, jetzt machen wir. Ah ne, und noch einen Sharp Stone aus dem Small Stone. Und jetzt können wir die hier einfügen. Und dann haben wir eine Stone Axe. Mit dieser Stone Axe können wir dann Bäume fällen. Was wir jetzt gerade mal machen. Klar, mit der Stone Axe dauert das halt echt lange, bis der Baum mal umkippt. Aber dann müssen wir jetzt durch. Ja, wie schon in den letzten Videos angesprochen, wir hatten eine längere Pause. Hatten halt nicht so viel Zeit. Mussten die Zeit anders nutzen. So, jetzt haben wir uns gesagt, komm, in letzter Zeit läuft es doch ganz gut mit dem Kanal. Obwohl wir eigentlich gar nichts tun. Unsere Videos werden immer öfter geschaut. Was natürlich auch genau das ist, was auch so sein sollte. Darum machen wir das ja, damit die Leute die Videos schauen. Jeder macht die Videos deswegen. Nur hat das bei uns mal am Anfang, da hatten wir nicht so die richtige Geduld dafür. Wir waren sehr ungeduldig. Wollten schnell den Erfolg. Aber jetzt haben wir auch beim Begriffen, dass das alles auch nur mit Geduld funktioniert. So, jetzt haben wir, müssten wir, glaube ich, 15 Logs haben, 18 haben wir. Jetzt habe ich hier noch ein paar Stones ein. Könnte nämlich, wenn ich mich recht entsinne, wenn wir jetzt von Zombies verfolgt werden, könnten wir die ablenken, glaube ich.
Perfekt. Oh. Okay, den kann man nicht ablenken. Na gut. Kommt jetzt auch nicht zur Sache. Mein Gott, nein, ich kann gar nicht mehr reden. So, jetzt haben wir hier unseren Craft-Menü. Und zwar können wir aus den 18 Logs kriegen wir 288 Planken. Dauert 1 Minute und 12 Sekunden. Und während das jetzt hier da craftet, können wir hier diesen Stone beispielsweise zerken. Dauert mit der Stone Axe natürlich länger als mit so einer Pickaxe. Aber auch die Pickaxe ist hier gar nicht so einfach zu bekommen. Denn so Eisenbarren sind schon echt schwer zu bekommen. Man muss viel haben vorher. Was mich eigentlich ganz gut gefällt. Was mir ganz gut gefällt, ist dieses Stealth System. Aus dem können wir nämlich sehen, ob wir verfolgt werden oder eben nicht. Jetzt sehen wir zum Beispiel Hunted sind wir jetzt. Das bedeutet, die haben uns gesehen, aufgespürt und jetzt jagen die uns, die Zombies. Was haben wir denn hier? Eine Ruine. Jetzt sind wir hier in diesem Ödland. Okay. Ein bisschen viel, Mann. Ein bisschen viel. Da sind unsere... Okay, die sind schon fertig. Ich würde mir gerne einen Unterschlupf bauen. Einfach um sicher zu sein. Sicher zu sein, dass wir geschützt sind vor den Zombies. Wir haben 13.50 Uhr. Ich würde sagen, ich hau den Baum hier noch kaputt und dann mache ich den hier auf dieser Erhöhung. Baue ich dann so eine kleine Hütte hin. Was mir noch nicht so ganz gefällt, sind die Debuffs, die man bekommt ganz schnell. Sprich, Infected, das weiß ich nicht. Man muss eigentlich nur einmal getroffen werden und schon ist man infiziert von den Scheißdingern. So, jetzt machen wir einen Wood Frame. Crafte ich mir schnell 4 Sekunden oder einer. Möchte ich aber ein paar mehr von haben. Okay, hier irgendwo ist ein Zombie. Da kommt einer auf uns zu. Der hat uns auch gesehen. Ich hau den mal eben platt. Perfekt. Ich habe das auch alles ein bisschen einfacher gestellt. Einfach damit ich euch auch noch ein paar Sachen zeigen kann, die in den ersten Folgen von 7 Days to Die oder Folge halt noch nicht gezeigt wurden. Wie man so eine Hütte baut zum Beispiel. Weil ich denke, viele von euch werden es genauso haben wie ich. Dass man das Spiel gespielt hat, nicht so ganz begeistert davon war und es eigentlich nicht mehr angefasst hat. Doch jetzt ist es irgendwie so ein. Das ist so ein Zeitpunkt, wo das Spiel echt, ich weiß nicht, Potenzial bekommt. Sagen wir es so. Sag mal, was ist denn hier los mit den Zombies, Mann? So, 19 haben wir schon. Könnte ich ja schon mal sitzen.
Einfach so ein bisschen. Ach, jetzt ist das schräg, das will ich aber nicht. Dann machen wir es anders. Zwar hole ich jetzt hier diesen Stein weg. Geht mir auch ein bisschen auf den Sack. Geht mir nicht nur ein bisschen auf den Sack, der geht mir gewaltig auf die Nüsse. Das muss ja auch nicht sein hier. So, jetzt hätte ich echt gerne einen Pickaxe. Und wenn wir nämlich schon wieder am Weiterbauen. Na gut, man kann nicht alles haben. Also die Zombies, hey, die sind echt. Upsala. Die haben es echt in sich. So, 15 haben wir noch. Es wird noch lange nicht reichen. So, das sollte für einen kleinen. Meine Güte. Kleinen Grundriss reichen. So, und jetzt noch hier oben drauf. Na, guck mal, das passt doch für den Grundriss perfekt. So. Jetzt haben wir natürlich keinen Eingang, den mache ich mal hier. Jetzt bauen wir noch ein paar Woodframes, um das fertig zu bauen. Perfekt, 6 Woodlogs. Hier noch den Baum. Ah, da passt ja so langsam. Da hätten wir wenigstens schon mal einen Unterschlupf, wo man sich nachts drin verstecken könnte. Ein Bett wäre auch nicht schlecht. Aber was auch ganz toll ist, seit RV9 gibt es natürlich den Random World Generator. Das bedeutet, wenn wir hier auf die Karte gucken, es ist eine komplett andere Map als diese Nevisgain-Map, diese vorproduzierte Map. Ach guck mal, wir haben sogar noch ein paar. Passt natürlich. Ist natürlich gar nicht so schlecht. Und wir müssen hier bei der zufallsgenerierten Map natürlich alles selber erkunden. Was ich persönlich viel geiler finde. Und da wurde natürlich an Sachen wie Waypoints oder hier sehen wir Friends. Das heißt, wenn beispielsweise der Big Woods jetzt hier auf unseren Server joint, ich meine, es ist jetzt nur Singleplayer, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass es Multiplayer ist. Wenn er jetzt hier drauf schauen würde und er könnte hier irgendwo könnte der spawnen. Hatten wir ja schon in den anderen Videos. Dann könnte ich ihm in diesem Ingame-Server hier eine Freundschaftsanfrage schicken. Oder er mir. Ich könnte die annehmen. Und dann könnte ich ihn tracken. Das heißt, ich sehe hier unten auf dem Kompass. Hier unten sehe ich dann einen grünen Pfeil. Und zu diesem grünen Pfeil muss ich dann laufen, oder in die Richtung muss ich dann laufen, um zu ihm dann zu gelangen. Finde ich echt gut gemacht. Ja. Könnte man in manchen Spielen echt auch einfügen, finde ich. Das finde ich echt super gelöst.
Da gibt's kein Spawn Camping. Da gibt es dann. Da muss man halt noch die Füße in der Hand nehmen und sich dann. So kann man sich dann schneller finden. Man muss nichts beschreiben. Gar nichts. Und. Ja. Finde ich gut.